Moin und Marcel vom Team Vince. Es bieten sich viele verschiedene Lockinstrumente an, um bei der Fuchsbejagung zum Erfolg zu kommen. Klaus Weißkirchen hat zwei verschiedene Lockinstrumente in einem verbunden. Das heißt, in der Kombi-Hasenklage geht es zum einen darum, den verendenden Hasen zu imitieren, aber ich kann ihn auch gleichzeitig als Mauspfeife nutzen. Das heißt, auf der einen Seite imitiere ich den Hasen und auf der anderen Seite die Maus. Das ist natürlich hervorragend geeignet, um zunächst auf größere Entfernung den Fuchs auf mich aufmerksam zu machen, um dann, wenn er näher geschnürt ist, auf die Mauspfeife zu wechseln. Die Kombination aus platinvernetzten Silikonringen und das Kirschholz sorgen für einen möglichst naturnahen Ton. Wir wünschen Waldmannsheil.